Was geht, liebe Mid-Humans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Kenshi Genesis Gib mir 1000 Tage Solo Playthroughs. Ich habe wie absolut jedes Mal unnormal Bock, ne? Wir sind gerade unterwegs, nach wie vor eigentlich auf der Suche nach einem Rucksack, den wir tragen können und der uns das gibt, was wir brauchen, ne? Ich würde behaupten, wir schauen direkt mal, wir wollten ja weiter Richtung Squin. Wollten dann über Squin vielleicht mal Richtung Admark schauen, dann vielleicht auf dem Rückweg über die Schwarmdörfer Richtung Vayne's Pass und dann mal wieder zum Zentrum oder so gucken. Ich hoffe, wir finden da auf dem Weg irgendetwas, das wäre super cool. Oder wir finden zumindest mal wieder Guild Surgeons. Na, das wäre natürlich super. Wissen kann man es natürlich nicht, planen kann man es natürlich irgendwo auch nicht. Wen haben wir denn hier? Das sieht stark nach Plünderern aus. Die Upsa könnten wir nackig machen, das ist gar keine Frage, oder? Ja, der Takao hat hier ganz gute Stats. Hier haben wir wieder diesen coolen Hut. Digga, der macht mich fertig, ohne Witz. Der macht mich komplett fertig. Ja, sollen wir da reinhacken? Ich würde sagen, ja, oder? Die sind zu viert, da können wir super Business machen. Wir haben in Squin eine Bleibe, von dem her ist das gar kein Thema, würde ich mal behaupten. Na, da könnten wir super unser Business machen hier mit denen. Ja, das ist doch eine geile Idee, oder? Kommt, das machen wir. Scheinbar war der Tierrucksack, den ich da letztes Mal rausgesucht habe, doch der richtige. Ich sollte wohl mal testen, den mit Whisperwind zu kaufen und dann über Whisperwinds Equipment in das Equipment von Mononoke reinzuziehen. Das können wir nächstes Mal machen. Allerdings muss ich sagen, dass mir der Tierrucksack weit weniger wichtig ist, als der Rucksack für Whisperwind selbst. Genau, guck mal hier, ne? Eben, Mononoke, zeig ihnen mal, wie wir das machen hier, ne? Mononoke, wie sieht's bei dir aus? Ja, Bauch ist relativ lost, ansonsten scheint das ganz gut klar zu gehen. Sie teilt mittlerweile auch echt aus, gell? Ja, ja, sie teilt wirklich aus. Uiuiui, Mononoke, jetzt aber, ha? Da müsste doch fast ein Glied ab sein, oder? Ja, die Gliedmaßen sind bald ab. Das wird jetzt brennen. Genieß es. Nicht dein Ernst, Whisperwind. Nicht dein Ernst. Mach doch nicht ihn. Ja, na? Wir könnten hier verhindern, dass Beanhop stirbt, indem wir die Brust ein bisschen verarzten. Aber trotzdem das Bein sich weiter verschlechtern lassen. Na, auf dass es abfallen möge. Ich glaube, hier sieht es erstmal nicht so gut aus. Ja, die sind halt im Sterben so. Der stellt sich tot. Ja, hier könnten wir noch ein bisschen gegen heilen kommen. Na, wie gesagt, sind immer super Feldarzt-Skills, die wir hier mitnehmen. Das ist gar keine Frage. Das sollten wir durchaus machen. So, der ist danach eh im Erholungskoma. Ziemlich sicher. Das hier ist easy. Vielleicht stehen die zu zweit gleich nochmal auf. Das könnte gut sein. Ja, Tatsache. Sie haben das Gefühl, das macht Sinn. Zeigen wir denen mal, dass dem nicht so ist. Na? Vielleicht haben wir hier noch Glück mit einem Bein oder so. Ja, guck mal, da ist doch ein Bein abgeflogen direkt. Klasse, eben Mononoke, das schnappst du dir und dann ist alles cool, gell? Okay, easy, dann können wir bei der anderen Person gewissermaßen drauf scheißen. Whisperwind, dann kannst du da noch ein bisschen deinen Feldarzt hochtreiben. Na, und auch hier und Mononoke geht mal ein bisschen rum und okay. Na, wenn du auch noch Ärger willst, können wir das gerne machen. Kriegst einen Stich ins Gesicht. Oh, der Blade-Move. Der Blader-Move. Oh, weggestochen. Na? So. Mononoke hat es, glaube ich, im Griff. Da müssen wir uns erstmal keinen Kopf machen. Und hier sollten wir schnell ein bisschen reinhealen, na, bevor sich das gottlos verschlimmert. Aber jetzt machen wir erstmal hier noch. Easy, guckt mal. Mononoke, kommst du wieder hier hoch, bitte? Alles klar. Auch du kriegst erste Hilfe. Gar keine Frage. Klasse, guckt mal. So muss das doch sein. Dann, liebe Whisperwind, geht's ab nach Squin. Dort werden wir vermutlich Mononoke mal eine Weile ins Bett legen und schauen, dass es ihr dann direkt wieder besser geht und dergleichen. Und eventuell haben wir irgendwann endlich mal Glück. In Bezug auf irgendwelche Guild Surgeons.
Da haben wir gerade einfach kein Glück, gell? Man kann es leider gar nicht anders sagen. Es ist einfach, wie es ist. Wir haben da kein Glück. Als gäb's die auf einmal nicht mehr oder so. Na, es ist schon echt wild. Aber dafür sneakt bei Mononoke mittlerweile auf 43. Wir haben heute im übrigen Tag 175. Das ist super cool. Eine Sache, die ebenfalls kommentiert wurde, war die Tatsache, dass wir ja schon mal gesehen hatten, dass diverse Hunde Rüstungen tragen. Wie genau das funktioniert, wurde in den Kommentaren mal hinterfragt. Da kann ich natürlich Stand jetzt auch noch nichts dazu sagen, ob quasi diese Rüstung über einen Rucksack equipped wird oder ob das gewisse Tiere sind, die quasi mit dieser Rüstung direkt verbaut wurden. Wisst ihr, wie ich meine? Also, dass die diese Rüstung quasi einfach haben, weil dieses Tier halt in Genesis so gescriptet ist, dass es eben diese Rüstung trägt oder so. Da müssen wir mal noch gucken. Vielleicht haben wir da ja früher oder später Glück und stolpern über irgendwas, wo wir sagen, hey, cool, guck mal, hier haben wir irgendwie eine Rüstung für Mononoke. Das wäre schon super. Na, eventuell kommen wir ja sogar irgendwann mal dahin, die selbst zu schmieden. Das wäre der absolute Wahnsinn. Denn wenn wir die selbst schmieden können und das über die Rüstungsschmiede laufen würde, dann könnten wir da halt direkt ein Meisterwerk rausholen und dann wäre Mononoke entsprechend gut zugedefft. Ja, ich weiß jetzt nicht, was wir da für Werte haben, wie gut so eine Rüstung dann letzten Endes schützt, ob die überhaupt alle Körperteile schützt, ne, beziehungsweise alle Regionen abdeckt. Das werden wir alles sehen. Was das betrifft, bin ich selbst überfragt. Da habe ich, was die Genesis-Version betrifft, einfach noch nicht genug Expertise. Das ist schon so. Okay, guckt mal hier. Auch eine super gute Idee. Ich würde behaupten, wir nehmen mal noch unser Feldbett mit. Na, sobald wir den Rucksack haben, Schlafsack immer dabei haben, ist auf jeden Fall eine Option. Statt jetzt bewege ich mich ja gerade zum Beispiel auch aus diesem Grund, auch wenn ich das nie so explizit benannt habe. Oh, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich bin in der falschen Szene. Kann ich die hier wechseln? Chillt mal. Geht das? Ja, geht, oder? Dürfte kein Problem gewesen sein. So, jetzt bin ich wieder auf der richtigen Seite. Dann seht ihr wieder ein bisschen besser, was abgeht und so. Ja, genau. Na, also ich habe das zwar nie so bemerkt, aber das liegt natürlich auch daran, dass wir gerade nie ein Feldbett dabei haben, weil wir einfach nicht genug Rucksackkapazität haben, Stand jetzt. Plus der Grund, weshalb ich hier ja gerade so viel unterwegs bin, also Nähe von SKG, Nähe von hier unseren Ninja-Freunden, unseren, wie heißen sie nochmal, Shinobi-Dieben, genau, und Nähe Squin, weil wir hier halt überall Betten haben. Na, deswegen bin ich hier ja gerade so viel unterwegs. Sprich, wenn wir auf dem Weg sind und irgendwas passiert, dann können wir meistens irgendwie Mononoke noch mitnehmen und zum nächsten Bett bringen. Deswegen sind wir hier ja gerade so viel unterwegs. Ja, also verzeiht, wenn ich sowas dann manchmal nicht explizit mache. Das ist der Grund dafür. Wir werden auf jeden Fall früher oder später, sobald die Möglichkeit sich bietet, wie gesagt, zum Beispiel durch einen größeren Rucksack, schauen, dass wir gerade für unsere Mononoke, beziehungsweise letzten Endes für beide Charakter, dann immer ein Feldbett dabei haben. Das macht durchaus Sinn, da habt ihr vollkommen recht, das werden wir natürlich noch tun, steht vollkommen außer Frage. Okay, dann gucken wir mal hier rein. So, was hast du für ein Rucksack? Hast du zufällig so ein... Ja, geil. Okay, dann nehmen wir den jetzt einfach mit, oder? Genau, auf den habe ich gegeiert. Schaut mal hier, Bonus auf Kampffähigkeit minus 15. Genau das ist das, was ich mitnehmen wollte. Schön unsere Werte in den Keller drücken. Da wollen wir hin. Okay, klasse. Dann haben wir hier eine Chest. Packen da mal schnell ein paar Sachen rein. So, habe ich das jetzt verkauft? Ja, das wollte ich nicht. So, machen wir das nochmal schnell zu hier. Hier nochmal schnell auf. Jetzt ist mein Inventar da drüben. Really? Ja, dankeschön. Hier kann ich es eher gebrauchen. Das sieht das Spiel ganz richtig. Okay, so, guckt mal, zack. Und dann kaufen wir uns jetzt den Rucksack. Handeln wir. Let's go. Okay, dann bauen wir uns das mal schnell so zusammen, wie es Sinn macht. Obwohl, hast du gerade zufällig auch ein Feldbett dabei? Bestimmt, oder? Zwei Schlafsäcke. Ja, nehmen wir erstmal... Ja, komm, nehmen wir direkt zwei mit. Warum denn nicht? Und dann nochmal was zu essen. Easy. Na, okay, cool. So, dann fällt mir gerade auf, haben wir letztes Mal unser Essen offensichtlich nicht mitgenommen. So, und jetzt machen wir das wie folgt. Der Knapsack kommt erstmal weg. Hier kommt unsere schwere Rüstung rein. Na, das scheint doch sinnvoll zu sein. Machen wir hier so. Dann kommt da der Helm dazu. Dann kommt da die Hose mit rein. Dann kommt das hier mit rein. Ja, vielleicht eher so in dem Fall oder zack und zack. Dann ist das hier ein bisschen blöd natürlich. Ja, ein bisschen ungünstig, aber was will man machen? Unsere Healy-Sachen würde ich hier mit reinpacken, dass wir die quasi immer so im Inventar haben. Und dann würde ich ganz gerne, geht das jetzt? Ja, die Rucksäcke untereinander haben, perfekt.
guck mal, dann können wir den hier equippen und dann sagen, aha, hier holen wir unser schweres Kampfequipment raus, ne? Da packt man hier auch die Schlafsäcke mit rein, würde ich sagen. Hä? Von mir aus auch ein Orthesenkasten. Kann da auch mit rein. Haben wir hier noch irgendwas Wichtiges drin? Nein, also alles gut. Dann können wir gerade noch mal ein bisschen was zu essen hier kaufen, packen das da auch noch mit rein und dann haben wir da immer alles gut dabei. Können mit dem Rucksack zwar nicht gut schleichen, das ist aber okay. In dem Sinne equippen wir dann einfach immer den anderen und so weiter. Wisst Bescheid. Also das ist jetzt quasi unsere Mission. Ich würde sagen, wir clustern uns hier auch noch mal ordentlich voll, oder? Nehmen mal noch ordentlich mit. So, das sieht doch super aus hier. Schaut mal. Haben wir hier unten eine Lane auf mit Healy-Sachen. Na, easy. Okay, na, und wann immer wir den ausziehen, gucken wir mal, wie schwer wir damit sind. 15% Überlastung, das ist in Ordnung. Ja, so kann man agieren, würde ich behaupten. Ist nicht ideal. Ja, in dem Sinne bräuchten wir tatsächlich noch mal mehr Stärke. Das ist schon echt verrückt in Genesis, oder? Mit 81 Stärke vermag man es nicht, zwei Rucksäcke zu tragen. Das ist schon ein Joke. Naja, wie dem auch sei. Wenn wir den hier tragen, wie haben wir es denn dann? Sind wir trotzdem mit 15%, alles klar. 24 MPH, bisschen ungünstig, wie ich behaupten würde. Ich wäre schon gerne mindestens bei 25 eigentlich rausgekommen. Muss jetzt aber auch sagen, wir haben jetzt echt viel dabei. Und hier in der Nähe ist auch wirklich nicht viel unterwegs, wo ich behaupten würde, ah ja, die hauen uns aufs Maul oder so. Na, hier haben wir jetzt natürlich auch gut eingekauft, das steht vollkommen außer Frage. Ich würde behaupten, wir lassen jetzt mal die Sachen, die wir hier dabei haben, quasi als Notvorrat da, oder? Na? Und packen das hier so hin, ziehen hier davon eins her, eins davon her und dann passt das schon eine ganze Ecke besser, denke ich mal. Wie viel haben wir jetzt? Wahrscheinlich irgendwie 12% Überlastung oder so. So haben wir 0%, wenn wir den Rucksack tragen und wie sieht es so aus? 10%. Dann sind wir mit 25 unterwegs, das ist doch klasse. Mononoke, du bist wieder frisch, oder? Ja, klasse, dann nehmen wir sie direkt mit. Okay, und weiter geht's. So, dann wird sie hier direkt abgesetzt. Mononoke, hast du eigentlich noch dein Ärmchen oder hast du es schon gegessen? Haben wir schon gegessen, gell? Okay, klar, ja, natürlich. Okay, wieder beide in Sneak und weiter geht es. Cool, dann haben wir die Rucksackgeschichte erstmal geregelt, das finde ich super. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich gar nicht mehr nach Guild Surgeons oder so suchen. Unser gesamtes Vorhaben, zwecks Ardenmark, Schwarmdörfer und Vayne's Pass, fliegt damit gewissermaßen in den Sand. Das ist aber super okay, würde ich behaupten. Wir begeben uns zurück und trainieren weiter. Mononoke muss noch eine ganze Stufe mächtiger werden. Wir sind mittlerweile hier mit wie viel unterwegs? 17 mph? Na, das ist doch stark. Athletik 28 ist halt noch ein Witz. Na, also ich würde sagen, wenn Mononoke Athletik 50 hat und vielleicht bis dahin Älteste ist, dann sind wir, glaube ich, mit unserem Trainingsarc für Mononoke weitgehend durch erstmal. Was ich jetzt super gerne machen würde, sind mehrerlei Dinge. Und zwar, wir schauen erstmal... Ja, wir könnten erstmal direkt nochmal bei den angesiedelten Nomaden vorbeischauen, zwecks dem Tierrucksack für Mononoke. Das könnten wir machen. Dann würde ich behaupten, wäre eine super wichtige Sache, zu schauen, wie wir an Tierrüstung rankommen. Das wäre eine super wichtige Sache. Das sind aber alles so On-the-Fly-Projekte, ja. Das machen wir jetzt nicht direkt, also das mit den angesiedelten Nomaden schon. Nochmal gucken, ob die den Rucksack noch da haben, schauen, ob wir den so equippen können. Das machen wir auf jeden Fall. Aber ansonsten würde ich behaupten, nach einer Rüstung zu suchen, ist eher so ein Ziel, das wir halt im Hinterkopf behalten, jetzt aber nicht direkt angehen. Ja, also ich werde jetzt nicht meinen gesamten Playstyle danach auslegen, dass wir jetzt gucken, okay, wo kriegt man so eine Rüstung her? Na, werden wir schon früher oder später irgendwann mal finden, da bin ich guter Dinge. Erstmal trainieren wir unsere Mononoke an und für sich weiter. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Geschichte, würde ich behaupten. Genau. So, andere Sache, die ich dann noch gerne machen würde, ist natürlich noch dafür sorgen, dass Whisperwind mal allmählich bessere Nahkampfangriff- und Verteidigungsstats bekommt. Was das betrifft, würde ich, wie gesagt, schon, habe ich ja schon mehrfach angesprochen, super gerne mit den Drachengenins trainieren, weil ich glaube, wir haben da easy Chancen. Ja, ich habe schon ein paar Mal ausformuliert, die sind mit Katanas unterwegs, leichte Waffen mit Schnittschaden, machen eigentlich keinen Stumpfdamage und unsere Rüstung ist super gegen Schnittschaden gewappnet, das heißt, wir könnten da höchstwahrscheinlich ideal trainieren. Problem ist, wir haben Mononoke dabei. Mononoke würden die höchstwahrscheinlich auch schlachten. Ich bin mir da nicht sicher, wie hungrig die immer so sind, aber eigentlich schlachten die meisten Leute egal was immer. Na? Das heißt, ich würde Mononoke gewissermaßen ungern mitnehmen.
Und weil ich sie ungern mitnehmen würde, würde das bedeuten, wir müssen sie irgendwo zurücklassen oder in der Nähe stehen lassen, während Whisperwind da kämpft. Und Mononoke muss dann aber gewissermaßen klarkommen können. Das bedeutet, sie bräuchte etwas zu essen oder dergleichen. Und dafür ist der Rucksack natürlich irgendwo unabdingbar. Ansonsten müssten wir gucken, dass wir vielleicht, sobald wir den Rucksack haben und wenn wir quasi absolut low risk fahren wollen, könnten wir sowas sagen wie, ey, wir packen ihren Rucksack voll mit Essen, stellen sie ins Zentrum rein zu unseren Diebes-Shinobi-Dieben und dann chillt sie da halt eine Weile, während wir mal schnell ein bisschen trainieren mit Whisperwind und dann kommen wir zurück, stärker denn je und können Mononoke besser denn je beschützen. Ja, denn ich würde sagen, was bei Whisperwind fehlt, sind wirklich nur noch diese Statuswerte, oder? Katanas, Stangenwaffen, Nahkampfangriff, Nahkampfverteidigung und natürlich derweil noch passiv das Geschick immer ein bisschen mit befördern. Das sind so die Hausnummern, wo ich sagen würde, da müssen wir jetzt hin. Ja, das ist das, was wir jetzt als nächstes tun sollten. Genau. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Und dann würde ich wirklich behaupten, sobald Mononoke fit ist, mit uns mitzuhalten, Whisperwind noch ein bisschen krasser ist und Mononoke eventuell einen Rucksack oder eine Rüstung hat, eins von beidem oder eventuell sogar beides, wer weiß, dann würde ich sagen, sehe ich uns allmählich, wirklich die Welt krass entdecken zu gehen und derweil noch ein paar Kopfgeldaufträge mitzunehmen. Ja, da spüre ich uns dann. Müssen natürlich auch mal noch hier und da gucken. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es mit tierischen Begleitern ist. In den meisten Fällen, zum Beispiel eine Rudelbestie, also die Garus, haben Säureresistenz. Das müssten wir bei Mononoke mal testen. Auch wie sie auf Gas und dergleichen reagiert. Na, denn bei Whisperwind haben wir da gewissermaßen keine Probleme, sobald wir unseren Sphere Helmet anhaben, der jetzt hier im Rucksack drin ist, aber ihr wisst Bescheid. Unser Meisterwerks-Helmchen, Astronauten-Style, mit dem wir eigentlich jede Resistenz, die irgendwie relevant ist, auf 100% haben. Sowas wird es für Mononoke wohl kaum geben. Ja, auch wenn das irgendwo ein bisschen süß wäre, aber ich bezweifle es vehement. Deswegen müssen wir da natürlich gucken, dass wir uns an solche Gebiete, die gewissermaßen gefährliche Witterungsbedingungen mit sich bringen, erstmal etwas heranpirschen, oder? Es würde schon Sinn machen, da jetzt nicht gleich irgendwie reinzugehen und dann zu merken, oh, kriegen wir jetzt von Säure auf die Fresse, also Mononoke gewissermaßen, und dann ist irgendwie schon zu spät, da wieder gescheit rauszukommen. Vielleicht werden wir noch in einen Kampf verwickelt oder so. Na, da sollten wir uns langsam herantasten. Denn das wäre einfach ein unnötiger Tod, würde ich behaupten. So, wen haben wir denn da? Staubbanditen. Ja, let's go. Rein da. Rein da. So, und jetzt können wir mit Whisperwind schon mal eine ganze Ecke besser trainieren, denn sie hat jetzt ja, und da gucken wir gerade mal, liebe Whisperwind, so, Tasche öffnen. Jetzt mache ich das hier doch nochmal anders, fällt mir gerade auf. Und zwar verschieben wir das hier noch um einen Platz. Dann entsteht da zwar in der Mitte so ein doofer Gang, ne, in dem nichts ist, aber dafür können wir noch unsere Stangenwaffe ablegen und mal wieder mit den Katanas ein bisschen reingehen. Ne. Auch nicht schlecht, würde ich behaupten. Macht auf jeden Fall Sinn, jetzt auch da mal wieder ein bisschen mitzunehmen. Machen wir uns jetzt mal full on tanky gewissermaßen, damit das Ganze hier auch gut läuft. Wo hatte ich das? Hier, oder? Ja, das sieht echt ein bisschen blöd. Machen wir hier vielleicht in der Mitte doch so, oder? Dann können wir das hier ganz hoch schieben. Ja, und dann haben wir hier so diese Zweierreihe und können da theoretisch irgendwie solche Geschichten noch reinpacken. Oder gefällt mir irgendwie jetzt vom Layout doch nochmal ein bisschen besser. Ja, easy. Dann läuft das. Genau. So die Idee. Und dann gucken wir uns die Geschichte hier mal an, oder? So. Rein da. Oh. Müssen natürlich bei Mononoke immer gut aufpassen. Sie im Blick behalten einfach. Ja, sie kriegt halt schon immer schnell alles ab, ne? Da die halt einfach nicht ausweichen können. So. So ist das nun mal. Und da dürfte Mononoke jeden Moment Knockout gehen. Ja, alles klar. Whisperwind, einmal aufheben bitte. Ja, klasse. Und weitermetzeln. Mhm, stark. So, und wie überlastet sind wir jetzt? 43%. Das merkt man natürlich, was die Kampfgeschwindigkeit betrifft. Da wir auch viele Effekte haben, die die Kampfgeschwindigkeit etwas beeinträchtigen. Trotzdem sind ja unsere Statuswerte sehr, sehr gut. Na, das heißt, ich glaube, wir kommen da super durch. Hier, das ist relativ kritisch, wird aber klar gehen. Bin ich mir ziemlich sicher. Trotzdem sollten wir es im Auge behalten. Na.
Jetzt leveln wir Katanas, Nahkampfangriffe und Verteidigung nochmal sehr viel besser, denn ihr seht, unser Nahkampfangriff ist jetzt auf 26 bei minus 18 und die Nahkampfverteidigung bei 33 minus 32. Na? Ihre Werte hier sind bei 18 bis 22, sowas um den Dreh. Na, 10 stellenweise, 7, okay, 13. Na? Aber wir sind jetzt nicht mehr ganz so weit weg, wie wenn wir jetzt zum Beispiel einfach keinen Rucksack auf hätten oder dergleichen. Na? Also damit sind unsere Werte schön weit runtergedrückt. Entsprechend leveln wir die ganzen wieder sehr viel schneller. Wir können ja gerade mal reingucken, was das uns hier bringt. Ja, jetzt habe ich gerade nicht hingeguckt. 52%, nächster Hit. Zeig mal her. Jetzt wollte sie gerade zuschlagen, aber es sind einfach zu viele Gegner, es noch stand jetzt. 59%. So nämlich. Ah, 60%. Let's go. Ja, hier nochmal 2%. Seht ihr mal, da kriegt man gut was dazu. 4% für einen Hit. Das ist klasse. So können wir wieder weiter trainieren. Ja, deswegen war der Rucksack mir so wichtig, gewissermaßen. Also ein beschissener Rucksack. Damit dieses Training mal wieder ein bisschen effizienter ausfallen kann. Ich glaube, sie packt das ganz gut, oder? Mhm. Das Ding ist halt immer, wisst ihr, wie ich meine? Sie muss es gewissermaßen packen. Ansonsten muss ich ab einem gewissen Grad, ich würde sagen, so bei Werten auf 30, 25, 30, rennen wir weg. Und während dem Wegrennen kriegen wir natürlich noch Hits hier und da, aber nicht viele und auch nicht sonderlich krass. Und dann müssen wir es in der Zeit nach Hause schaffen, denn sonst wird es direkt wieder stressig für uns. Na, das ist einfach gerade Stand jetzt so mit unserem Mononoke-Training. Jeder Kampf, den wir hier eingehen, ist potenziell Mononokes Tod. Mononoke gerade auch im Sterben. Das heißt, wir sollten das einigermaßen schnell für uns entscheiden eigentlich. Na, wäre schon wichtig. Könnten wir sie denn verarzten, während wir uns verhauen lassen? Bestimmt, oder? Das hat doch sonst auch ab und zu geklappt. Vielleicht müssen wir darauf hier zurückgreifen. Ah, sie heilt dagegen an ein bisschen. Es war doch gerade bei minus 40, oder? Und ist dann wieder zurück auf 39. Das ist klasse. Das heißt, es geht hier zumindest nicht super schnell. Minus 41. Naja, Mononoke minus 42. Doch, doch, gell, das geht schon gut voran eigentlich. So, Combo ist probiert. Ein paar wichtige Hits wären jetzt mal wichtig, so. Ja, das war ein sehr wichtiger Hit. Das hier wird ein wichtiger Hit. Genau so muss es sein. Minus 45. Bei spätestens minus 70, würde ich sagen, sollten wir dringend Maßnahmen ergreifen. Mhm. Und jetzt hier einmal rein. Geil, geil. Hier einmal rein ins Pit. Ja, sehr stark. Wie hat da jemand 9 bekommen? Ah, von hinten shooten noch mehrere Leute. Die habe ich noch gar nicht gesehen, die da unten. Ich dachte, er wäre der Äußerste gewissermaßen im Ring. Na. Und Whisper, wie geht's dir? Ja, eigentlich super, gell? Also Mononoke ist unser Problem gewissermaßen. Na, minus 51. Okay, Whisper, dann einmal rausrennen. So, und mal schnell Mononoke verarzten. Geht das? Macht sie das nicht, oder? Ja, doch, genau, macht er mal. So, einfach, dass es sich nicht weiter verschlechtert. Genau, das passt schon. Reicht schon, reicht schon. Kannst weitermachen. Erstmal alles gut hier jetzt, ne? Und greif gerne alle an. Ja, genau, wann immer halt irgendwo ein Hit möglich ist, zieh da bitte rein. Ja, ja, wird wild. Gewinnen wir aber dennoch. Bin ich guter Dinge. So, Mononoke, wie läuft's jetzt bei dir? Na, Vorderbein auch ein Problem. Vorderbein ist auch noch ein Problem. Ja, auch da sollten wir gucken. Vielleicht müssen wir gleich nochmal eine kleine Healy-Session machen. Müssen wir jetzt schauen, wie es hier aussieht. Komm, wir pacen mal ein bisschen. Mhm. Ja, ja. Das läuft erstmal. Komm schon, hack auch mal wieder rein, ja eben. Das ist der nächste Down. Mhm, stark, noch einer Down.
Ja, klasse. Ich glaube, viele werden auch an der Blutung draufgehen, oder? Müssen Whisper echt, Mononoke echt weiter im Auge behalten. Whisper, wie geht's dir denn? Das passt. Okay, ja, dann mach mal noch Mononoke ein bisschen heilen, komm. Mhm. Kannst du sie bitte heilen jetzt? Stark. Machst du weiter beim Heilen? Siehst du nicht ein? Okay, ja, dann müssen wir hier schnell durchmetzeln. Ist jetzt wohl, wie es ist, ne? Alter, Leute, es ist so knapp, diese Trainingsgeschichte mit unserer Mononoke. Es ist wirklich, wirklich problematisch, ne? Ich hoffe, ihr seht das auch. Das ist wirklich bis jetzt das Schwierigste am gesamten Solo-Let's Play, würde ich sagen. Hier einen tierischen Begleiter am Leben zu halten, ne? Und so weiter. Klarzukommen. Mhm, wichtig, wichtig, wichtig. Stark. Super stark. Super stark, Whisper. Hau sie bewusstlos. Komm, der Letzte. Oh Mann, ist das der Boss? Nee, doch, Tatsache, ja. Mhm. Linkes Vorderbein, 93, Leute. Scheiße. Scheiße, wie viel haben ihre Gliedmaßen denn? Ja, wir müssen da jetzt heilen. Wir müssen da jetzt heilen eigentlich. Mhm. Ja, heil mal durch, komm. Perfekt, das ist okay. Das Bein ist ganz wichtig. Ja, das ist easy für uns. Alles easy, alles gar kein Thema. Leute, oh Mann. Wir leben so am Limit, wir leben so am Limit. Das ist so unverschämt. Okay. Mach erstmal langsam hier, ne? Eben. Mach erstmal langsam hier. Oh. Oh, Leute. Wildes Training, oder? Wildes, wildes Training. Was wir hier abziehen, ich sag's euch, es ist so verrückt. Katana ist jetzt auf 36, Nahkampfangriff immerhin auf 46, Nahkampfverteidigung 67. Also ihr seht schon, das macht schon Sinn. Auch die das Geschick haben wir ein Level hochgezogen und sind schon fast auf 47 hier. Ne? Haben wir sie erwischt? Nicht ganz, Freundchen. Ich bin noch da. Den hat er stecken. Den nächsten auch, oder? Nee, den blockt er. Den blocken wir. Zack. Nice und rein da. Ah. Hier, schaut mal, Leute, ne? Wir sind stinksauer. Wenn ihr hier immer so Scheiße mit uns anstellt. Naja, ich habe euch zwar rausgefordert, aber ihr wisst, wie ich meine. Sehe ich trotzdem nicht ein hier. Wer bist du? Du scheinst ein bisschen was zu können. Smasher the Dust Bandit. Tja, Smasher. Nicht mit mir. Ist das der Boss wieder? Gut Puncher, Junge, der schlägt auf deine Gedärme ein. Auf deine Innereien. Wer liebt's nicht? Wer liebt's nicht? Ja, wir sind 1A verarztet. Die sollen ruhig wieder alle aufstehen. Die haben eh keine Chance, ne? Komm, renn da mal hin. Eben, und dann rein da. Mhm, stark. Also. Geil, der kann ja gar nichts im Nahkampf. Also, guck mal, das läuft doch super. Mhm. Pacen wir auch hier mal nochmal eine Weile. Mononoke ist alles cool im Erholungskoma, das läuft. So, und ich denke mal, die meisten werden hier dann an ihren Blutungen verenden, denn dafür sind die Katanas natürlich gottlos, ne? Gar keine Frage, die kriegen hier Schnittschaden rein, die saften alle so aus. Dann guckt es euch hier mal an. Na, wohl geht eigentlich, ne? Geht heftiger, aber ist okay. Wir werden auf jeden Fall nicht lange machen hier. Mhm. Fernkampfwaffe. Auch noch eine Sache, die wir jetzt durch unser Rucksack-Gameplay endlich mal wahrnehmen können. Ja? Da werden wir natürlich auch noch schauen, dass wir eine gute Fernkampfwaffe rankriegen. Ja, und dann läuft die Geschichte. Okay, dann begeben wir uns jetzt so voll zugedefft erstmal humpelnd zu unserem Außenposten und verheilen erstmal wieder ein bisschen, ha? Eieiei, Leute. Das ist unser Leben. Wie sieht's hier aus? Zähigkeit mittlerweile 14.
Naja, wisst ihr, wie ich meine, ist jetzt halt echt immer noch nicht krass oder so. Vor allem, sie hat es auf 14 und hier unten kommt 13 raus. Wie kann das denn sein? Naja, okay, ist jetzt wie es ist, I guess, ne? Oh Mann. Oh Leute, es ist doch einfach nur wild, was hier abgeht, oder? Wie knapp das jedes Mal ist. Das war auch jetzt gerade schon wieder so knapp. Irgendwie letzte oder vorletzte Episode fast geschlachtet worden. Diese Episode war es auch ganz, ganz wild, ne? Wäre uns hier ein Beinchen abgeflogen oder das mit dem Kopf hätte auch noch wild ausgehen können hier, ne? Aber irgendwie haben wir es nochmal hinbekommen. Irgendwie haben wir es nochmal hinbekommen. So, dann würde ich sagen, wir sneaken trotzdem, oder? So, ziehen wir mal unser Sneak-Equipment wieder an. Klasse, und die Schuhe noch. So, und dann kommt der Rucksack weg. So, Whisper, wie schnell sind wir dann unterwegs? 13 mph und im Sneak mit 9. Ja, easy. Orion Hounds. 3 Stück. Schwierig. Schwierig, schwierig, Leute. Das ist ganz schlecht eigentlich. Dafür brauchen wir auf jeden Fall unsere Stangenwaffe wegen mehr Tierdamage. Hoffen wir, dass die unteren sich vielleicht erst später einmischen, wenn sie sich überhaupt einmischen. Gar nicht gut, Leute, gar nicht gut. Gar nicht gut. Das ist gar nicht gut, was hier passiert. Das ist einfach gar nicht gut. Ja, da will immerhin noch 6er-Hits bei ihm. Da sieht es schlecht aus, gewissermaßen. Wie lange hier noch Erholungskoma? Ja, schon noch eine Weile. 20er-Hit. Worauf? Goodness, scheiße, Alter. Die teilen aus. Wie wir auch quasi nichts von ihm blocken, gell? Mhm. Na, da sieht's ganz schlecht aus, sag ich mal. Wir lassen Mononoke schnell fallen. Vielleicht kriegen wir es so ein bisschen besser hin. Scheiße, Leute. Das wird richtig problematisch. So, mit dem ohne den Rucksack, na? Come on, Whisperwind, du musst das noch durchziehen irgendwie. Ja, stark. Nice. Nice, sehr nice. Ja, direkt noch ein Hit hinterher. Klasse. Mhm. Yo, Blade rein. Geil. Direkt nochmal. Super. Stark. Noch. Oh ja, so ist gut. So ist gut, Whisperwind. Wir packen das. Wir packen das. Wir packen das. Ja, geil, Whisperwind. Geil. Mega geil. Oh, Leute. Es läuft. Es läuft. Gut zu wissen, dass hier unser Cap ganz klar der Rucksack ist. Na, da müssen wir echt aufpassen. Bei den Orion Hounds muss der Rucksack dann doch weg. Sonst geht hier gar nichts. Na, es wird schon sehr, sehr knapp. Aber wir kriegen das höchstwahrscheinlich hin. Yes, Alter, oh goodness, Leute, oh goodness. So, wir heilen den jetzt und danach töten wir ihn. Haben wir auch mal wieder ein bisschen Fleisch für Mononoke. Die nicht mehr lange im Erholungskoma ist. Nicht mehr lange. Eieiei, Leute, dieses Gameplay ist so wild. Es ist so wild. Bin ich doch einfach ehrlich mit euch. Wie close war das denn bitte jetzt schon wieder? Ah, wisst doch, wie es ist. Wäre Whisperwind da jetzt Knockout gegangen? Natürlich hätte der an uns rumgesnackt und uns bei lebendigem Leibe gefressen. Wir wissen doch alle, wie es läuft. Hier, zack. Sorry, mein Freund, aber na, nicht mit uns. Du bist jetzt erstmal ein bisschen tot. Das tut mir super leid. Wisst Bescheid, eigentlich bin ich da na, nicht so tiertöterisch unterwegs, aber Mononoke braucht Food. So, Whisper, ja genau, heil dich mal noch, das ist eine super Idee.
Eieiei, Leute, es ist echt crazy. Wie steht's eigentlich um unsere Robotik? 13. Vielleicht müssen wir mal noch nach Vansh. Ah, Mononoke wieder fit. Nach Vansh und da ein bisschen rummetzeln gegen diese Roboter-Boys, ne? Einfach, damit wir bei denen ein paar Leute hochheilen können, um unsere Robotik zu leveln. Das wäre, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Ja, dann Whisper. Sneak Equipment, Rucksack ausziehen und weiter geht's. Hoffen, dass wir heimkommen, ohne auf den Sack zu kriegen und dann mal schauen. So. Wie geil wäre das, wenn es so eine Shortkey gäbe? Oder einfach so Hotkeys für, ja, Rüstungsset 1, Rüstungsset 2. Ich hab's ja schon mal erklärt, das fände ich so geil. Das fände ich so geil. Rein da, komm. Oh, Leute, Mann, unser Leben hier, oder? Es ist doch so verrückt. Schleichen auf 45, Whisperwind hat's auf 100. Okay, damit müssten wir eigentlich relativ sicher durchkommen, denke ich mal. Naja, also die Orion-Hounds hier sind echt problematisch. Da drüben sehe ich sie doch metzeln, oder? Ja, das war eindeutig Orion-Hound-Action, die da abgeht. Da sehe ich doch gerade einen kommen. Den ersten haben sie rausgenommen. Ob sie den zweiten auch noch so gut wegstecken, weiß keiner. Aber solange wir gerade keinen Stress mit dem haben, ist für mich eigentlich alles cool. Alter, die Bullen machen ja gottlosen Blutungsdamage, oder? Zieht euch das mal rein. Was sind das bis jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hits. 7 Hits und hier einfach irgendwie knapp 10 Verschlechterungspfeile bei Junge, saften die aus. Alter, die sind ja richtig am Entsaften, die Bullen. Alter Schwede. Ziehen die da einfach durch? Ich glaub's ja kaum. Ist ja verrückt, wie viel Blutung die verursachen, oder? Na, da kann sich's Katana mal noch eine Scheibe abschneiden. Aber ganz safe Sache, wen haben wir da? Na, da würde ich jetzt ungern Beef machen mit den verhungernden Banditen. Obwohl wir das mit dem Katana vielleicht, na nee, Stand jetzt, glaube ich, echt eher nicht packen würden. Das wäre aber trotzdem knapp. Das wäre knapp. Na, aber die sind halt verhungernd. Also die würden erst recht unsere gute Mononoke schlachten. Da habe ich nicht so Bock drauf. Sneak mittlerweile 45. Ja, ja, gell. Unsere Mononoke, Leute. Da kommen die nicht ran. Das erlauben wir nicht. Na, das wird nicht geschehen. Caravan Visit hat SKG erreicht. Hi. Habt ihr coole Sachen für uns? Das wäre voll super. Guckt mal, wir kommen jetzt nämlich auch. Wo seid ihr denn? Chillen die bei uns drin, oder wie? Bitte chillen die da drin. Ja, die chillen da drin, oder? Hi. Na, Handelskarawane, moin. Ach so, nur euer Leader steht da drin. Lieben wir doch. Oh, und ein Garu. Ich dachte gerade schon, es wäre meiner, weil das so ein gewohntes Bild ist irgendwie. Handeln wir. Was habt ihr denn da? Ja, ein bisschen wacke Waffen und wacke Rüstungen, wie ich sehe. Kampfkünstlerbandagen, ja, ja. Was zu essen könnten wir mitnehmen, oder? Ja. Wir kaufen hier auf jeden Fall was, einfach der Höflichkeit halber auch, oder? Schaut mal hier, euren Esswürfel nehme ich. Ah, das ist ganz klar. Ich wünsche euch was, Leute. Danke, dass ihr da wart. Ich weiß das mega zu schätzen, auch wenn ich jetzt gerade nicht sonderlich viel gekauft habe. So, hier brauchen wir schwere Bolzen für. Ich weiß aber auch nicht, ob ich mit so einer Waffe reingehen will. Erfindung. Sie wurde während der Entwicklungsjahre der Vereinigten Städte von Rebellen entwickelt. Ist einfach zu bauen und dazu gedacht, die schwere Rüstung der vorherrschenden militärischen Streitkräfte zu durchdringen. Sie verfügt hingegen nur über eine kurze Reichweite und ist recht ungenau. Genau. Ich hätte gerne etwas, was über eine gottlose Reichweite verfügt. Na, da würde ich uns am ehesten sehen. Da würde ich gerne hin. So, dann nehmen wir mal unsere Mononoke und knallen die hier ins Bett. Na, und knallen uns dann auch selbst ins Bett. So, dann dürfen wir auch beide hier sneaken. Na, also. Eieiei, Leute. Was wir hier für ein Leben leben. Es ist so gestört. Es ist so gestört, was wir hier abziehen. Aber Mononoke mittlerweile, hier, guck mal. Rüstung, Ausrüstung, 20%. Ah, wird der Erwachsenenstatus hier als Rüstung, Ausrüstung gerechnet? Das könnte doch sein, oder? Schleichfähigkeit auf 58. Hier für, das ist immer so squishy bei denen. Ja, man weiß dann nie genau, okay, woher kommt's jetzt eigentlich, aber 70er Sneak nehme ich dankend an. So ist es ja nicht. Oh.
Oh. Whisperwind, wärst du schon wieder fit? Whisperwind wäre schon wieder fit, es mit denen komplett aufzunehmen. Ja, definitiv. Whisperwind, let's go. Es geht schon wieder los, Leute. Ah, was soll ich denn sagen? Was soll ich euch denn sagen? Wie wir hier auch permanent am Metzeln sind, die Arme, weißt du? Ich meine, es geht von einem Bett mit gottlosen Verletzungen zum anderen Bett mit gottlosen Verletzungen. Das ist so der Whisper-Lifestyle, oder? Oh Mann, sie lebt's echt anders. Ich will nur essen. Ich brauch dein Essen. Ja, lasst mal hier drüben kämpfen vielleicht, ne? Ihr seid schon relativ viele, aber das kriege ich doch hin hier. Ja. Rein da. Mhm. Na, vielleicht sollte ich auch da den Rucksack ausziehen. Ja, definitiv. Erstmal schon. Na, wir können das mit dem Rucksack dann wieder machen, wenn wir ein sicheres Training haben, wo nicht eine Mononoke daneben im Bett liegt und potenziell geschlachtet wird oder so. Aber Stand jetzt sollten wir in den meisten Fällen, glaube ich, erstmal noch ohne den Rucksack trainieren. Ihr seht, wie krass der unsere Kampfkunst bzw. unsere Geschwindigkeit beeinträchtigt. Damit wird es hier selbst gegen so eine... Na, das sind halt zahlenmäßig gottlos überlegen, klar, aber an und für sich sind die ja... todesbeschissen im Vergleich zu unseren Statuswerten. Wir haben da keine Chance, wenn wir dann auch noch unsere Geschwindigkeit gewissermaßen abgeben bzw. opfern. So sieht es schon eher gut aus hier. Dann flattern wir da mal ein bisschen durch, würde ich sagen, oder? Flatter mal los, Whisperwind. Zeig mal, wie geflattert wird. Mhm. Oh ja, da flattern wir rein. Ich glaube, hier wird auch geflattert, ganz klar. Oh, ja, ideal. Das packen wir auf jeden Fall. Mhm. Es kommen immer neue Leute mit dazu, ne? Und immer neue Leute passen out. Denn ihre Wunden verschlechtern sich natürlich auch nochmal ganz anders als unsere. Also auch da müssen wir uns, da haben wir einfach einen riesen Vorteil. Wenn die einen so einen Hit abbekommen, dann wird er in der Zeit, in der wir hier quasi easy sind und alles normal ist bei uns, ne, an der Grenze zu blutend, sind die wahrscheinlich alle blutend, oder? Ja, blutend. Blutend, 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 wisst ihr, wie ich meine? Unterernährt, blutend. Also ihr wisst, was ich meine. Ne? Die kriegen ein, zwei Hits und dann haben die diesen Blutend-Statuswert. Der debufft A, den ihre Fähigkeiten krass, B, verschlechtert sich das auch entsprechend, ja, weil blutend ja quasi dann kommt, wenn du hier so ein paar Verschlechterungspfeile hast. Und das verschlechtert sich bei denen auch noch sehr viel schneller, weil keine sonderlich hohe Zähigkeit. Na, also, sobald die ein, zwei Hits stecken haben, sind wir immer... gnadenlos im Vorteil. Also wenn ihr da am Anfang immer denkt, der P überschätzt es da vollkommen, hier irgendwie so eine Riesengruppe auseinanderzunehmen, würde ich nicht unbedingt behaupten. Ich bin mir da der Sache schon immer ziemlich sicher. Auch vielleicht, wenn es am Anfang immer erstmal nicht so aussieht. Ich meine, wir haben jetzt noch nicht mal ganz 50% von denen niedergemacht, obwohl vielleicht gerade so knapp ein bisschen weniger als die Hälfte liegt schon. Wir sind jetzt bei der Hälfte der Stats, aber wir werden A, nicht sonderlich viel schlechter und B... ja, viele von denen bluten jetzt halt auch schon. Ne? Also es sind stellenweise irgendwie ein, zwei fruchtbare Hits, die wir da landen, wo dann schon wieder die nächsten zwei, drei Leute liegen. Deswegen mache ich mir da gewissermaßen keinen Kopf. Wir ziehen da schon durch. Dafür haben wir trainiert, Leute. Dafür haben wir die Rüstung geschmiedet. Dafür haben wir 176 Tage gearbeitet, dass wir sowas hier durchziehen können. Ne? Dass wir hier nicht mehr krass leveln, ist natürlich irgendwo klar. Oh, obwohl, das geht ja noch voll. Alter, Geschick 48. Strong, super strong. Ja, geht auch eher langsam voran, aber es geht voran. Ja, alles gut also. Mononoke, wie geht's dir? Tipptopp. Ja. So, liebe Whisper, dann machen wir Folgendes. Wir rennen einmal hier rein und holen unsere Mononoke mit dazu. Denn wir packen's eh. Die lassen hier ab. Warum denn das? So, guckt mal. Und dann setzen wir Mononoke noch dazu. Und schauen mal, wie es läuft, ha? So, Mononoke, guck mal hier. Greif du mal den da an. Der nervt nämlich. 90er Hit. Uiuiui. Oh, 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 85. Oh. Oh. Uiuiui. Die Mononoke haut schon gut Damage, ne?
Ja, perfekt. Gut, Mononoke, stark. Do it, das ist deiner, der gehört dir. Mhm. Mega stark, Leute, oder? So sieht's nämlich aus hier. So sieht's nämlich aus hier. Whisper, wie steht's denn bei deiner Zähigkeit? Ja. Ja, ja, doch, doch, ganz langsam, aber stetig geht auch die noch voran. Na, bei den Gegnern jetzt natürlich gewissermaßen nur dann, wenn wir aus einer Ohnmacht wieder aufstehen würden, aber sie geht voran. Kann man auf jeden Fall so festhalten. Dann machen wir nochmal eine kleine Bettchen-Action, oder? Ah ja, und dann sehe ich auch schon, sind wir für heute durch. Ich würde behaupten, das war ja mal eine glorreiche Episode. Also diesmal ist ja richtig viel passiert. Genauso hatte ich es mir auch erträumt. Wisst ihr, wie ich meine? Dass ständig Action geht. Oder ich liebe doch alles daran. Auch die Tatsache, dass das mit den Verstümmelungen jetzt nochmal ein bisschen hochgestellt wurde, meinerseits. Letzte Episode gesagt, ey, kommt, wir machen da mehr rein. Wir wollen, dass die Gliedmaßen schön am Fliegen sind. Mononoke profitiert davon. Whisperwind eher nicht. Na? Also Mononoke profitiert davon, wenn Gliedmaßen von unseren Gegnern abfallen. Ja, wisst Bescheid, wie ich das meine, oder? So, guck mal, Whisper, dann, ach, wie man sie da einfach nicht anklicken darf. Hier, heb mal die gute Mononoke auf. Ja, und setz sie direkt wieder ab. Dann knallst du dich ins Bett und Mononoke, du darfst ein bisschen jagen gehen, guck mal. Na, also. Naja, sieht ziemlich schlecht aus für euch, gell? Tja, 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 tja. Ja, Mononoke, du bist so cool. Oh, wow, wow. Ja, gell? Denke ich nämlich auch. Sonst noch jemand Bock? Irgendjemand? Wir lassen Mononoke auf jeden Fall hier stehen. Ja, die macht da ja ihr Business. Oh, ja, er hat Bock. Er hat Bock. Ja, warten wir noch schnell, oder? Bis der nochmal aufsteht. Vielleicht, wenn wir da direkt aufs linke Bein kauen, könnte das direkt was werden. Stellt sich tot. Naja, dann ist das so. Sich da gerade was bewegt? Nee, gell. Ah, okay, da ist ein Gliedmaß abgefallen, das sich Mononoke auch schon geschnappt hat und womit sie jetzt erstmal einen kleinen Spaziergang macht hier, ist ja klar, wir kennen ja das Game. Okay, ja Leute, dann würde ich behaupten, Tod ist die ehrbare Episode, oder? Sehen wir uns beim nächsten Mal, bis dahin wünsche ich euch was, stay hydrated, stay Kenshi. Schöne Feiertage ist glaub schon durch, oder? Naja, ich hoffe, diejenigen unter euch, denen das was bedeutet, die da feiern wollen und dergleichen, hatten eine schöne Zeit und der Rest natürlich auch mit was auch immer ihr so macht mit eurer freien Zeit. Ich wünsche euch was. Haut rein.